Außen hui, innen pfui. Das ist ärgerlich, denn in Obst und Gemüse kann man ja leider nicht reinschauen. Ähnlich ist es auch mit Fleisch, für das Sie vielleicht viel Geld ausgegeben haben. Aber das muss nicht sein, denn bald sollen unsere Smartphones die Qualität der Lebensmittel bis ins Innere checken können. Dieser Mann hat ein Ziel. Niemand soll mehr Lebensmittel wegwerfen müssen. Deshalb forscht er an einem Superscanner für Smartphone. Damit wir den Durchblick haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Der Scanner kann in den Apfel reinschauen. Wir können Aussagen über die Reife machen. Und wir können natürlich sehen, ob der Apfel eventuell morgen eine Druckstelle hat. Heißt, sein Scanner soll uns künftig sagen, was wir essen müssen, bevor es schlecht wird. Was Superman mit seinen Augen macht, soll bald unser Handy können. Der Röntgenblick im Taschenformat. Entwickelt vom Scanman. Unser Superheld heißt im wahren Leben Heinrich Grüger. Doktor natürlich. Klar, Wissenschaftler und das am Fraunhofer-Institut. Der Heimatplanet der Superbrains sozusagen. Denn hier tüftelt man stetig an Erfindungen, die unser Leben leichter machen sollen. Wie schon das MP3. Die Voraussetzungen sind also nicht schlecht. Wir sind mittendrin und dürfen zuschauen, wie Grüger an den Röntgenstrahlen seines Superscanners tüftelt. Er verrät, das ist vor allem viel Fleißarbeit. Denn eine gute Idee allein reicht nicht aus. Albert Einstein wurde ja in den Mund gelegt, gesagt zu haben, dass für eine Idee, für einen Nobelpreis oder für jede Art von wissenschaftlichen Lorbeeren etwa 80% Fleiß und nur 20% Idee notwendig sind. Das ist für uns leider das tägliche Brot. Dr. Grüger will mit uns dahin, wo alles beginnt. Quasi zum Geburtsort des Scanners. Dafür müssen wir in einen ganz besonderen Raum. Wir gehen jetzt ins Rheinraumgebäude. Und da zunächst erstmal in den Umkleidebereich, um uns die Rheinraumbekleidung anzuziehen. Klingt eher nach Schwimmbad als Superheldenbasis. Aber die einzelnen Bauteile des Scanners müssen unter strengsten Schutzvorkehrungen gebaut werden. Sogar eine spezielle Kleidung ist hier Vorschrift. Eine besonders glatte, an der nichts haften bleibt. Denn der Rheinraum ist für uns das Herzstück unserer Arbeit, weil hier unsere Mikrosystemtechnikkomponenten entstehen. Ein Rheinraum muss innen extrem partikelarm gehalten werden. Deswegen ist dieser komplizierte Umkleideprozess wichtig und erforderlich. Kurz gesagt, die Bauteile, die hier für unseren Scanner entstehen, sind so klein, dass selbst ein Staubkorn sie zerstören könnte. Klar, soll ja später auch ins Handy passen. Deswegen gibt's zum Schutz auch eine Luftschleuse. Und wir müssen das Kamera-Equipment penibel reinigen. Das ist das Ausgangsmaterial. Sieht aus wie ein DVD-Rohling. Es ist eine Scheibe aus Silizium. Daraus wird die Hardware unseres Scanners gebaut, der Computerchip. Das ist quasi wie beim Automobilhersteller das Stahlblech ganz am Anfang der Fertigung. Grügers Ausgangsmaterial ist aber nicht Blech, sondern Silizium. Einer der teuersten Rohstoffe der Welt. Der Rohling durchläuft verschiedene Arbeitsschritte. Er wird gereinigt und mit Säure behandelt. Immer und immer wieder. Dadurch werden Schichten weggeätzt und neue aufgetragen. So entstehen Strukturen auf der Scheibe, die dem Scanner das Sehen ermöglichen. Es ist ein Chip, ähnlich wie der in einem Computer. Ein weiterer Arbeitsschritt. Das Auftragen eines Fotolacks auf die Scheibe. Dieser Lack hilft, das Licht zu brechen und zu analysieren. Das ist wie einem kleinen Kind beim Wachsen zuzugucken, wenn man am Anfang eine Idee hat. Und dann kommt es dem Ziel Schrittchen für Schrittchen näher. Und erst dann, wenn das System komplett ist, können wir dann testen, ob der ganze Entwicklungsaufwand erfolgreich abgeschlossen werden kann. Das Geheimnis der Entwicklung. Infrarotspektroskopie. Der Scanner erfasst einen speziellen Lichtstrahl, den wir Menschen nicht sehen können, der aber in Lebensmittel eindringen kann.
Denn anders als beim sichtbaren Licht wird beim infraroten Licht eine höhere Bandbreite abgedeckt, wodurch mehr Informationen zur Verfügung stehen, die der Scanner auswerten kann. Das soll uns helfen, in Zukunft weniger Lebensmittel wegzuwerfen. Allein die Deutschen schmeißen laut WWF jährlich rund 18 Millionen Tonnen Essen in den Müll. Der Scanner kann das verhindern, indem er uns sagt, iss das lieber heute, weil morgen ist es schlecht. Tatsächlich kennt die Industrie bereits ähnliche Geräte, die Lebensmittel analysieren können. Bei großen Obstimporteuren zum Beispiel. Doch diese Geräte sind groß, schweineteuer und nicht für den Einsatz im Handy geeignet. Grügers Vision? Eine Lösung für ein paar Euro, die sich jeder leisten kann. Bis dahin war es aber ein weiter Weg. Wir haben natürlich nicht zuerst mit dem Gedanken gespielt, dass man das ins Mobiltelefon bringen könnte, sondern erst mal ein Laborgerät, das sehr groß ist, sehr teuer ist, also mehrere 10.000 Euro kostet, in ein handliches Format zu bringen. Und dafür hat er ein Team, das daran tüftelt, den Scanner immer kleiner zu machen. Die Fraunhofer Gesellschaft hat Forschungsinstitute auf der ganzen Welt. Allein in Deutschland arbeiten fast 25.000 Mitarbeiter an 69 Instituten. Seit 1949 forschen so Wissenschaftler stetig an neuen Produkten und Anwendungen. Vor 10 Jahren war es sicherlich noch außerhalb jeder Diskussion, dass man einen Spektrometer so klein bekommen könnte, dass es da in ein Mobiltelefon reinpasst. Auch heute ist der Scanman noch längst nicht am Ziel. Denn selbst sein aktueller Prototyp ist noch viel zu groß, wie Grüger uns erklärt. Wir sind gespannt und entdecken ein Gerät in der Größe eines Würfelzuckers? Ist doch schon ziemlich gut. Und das so zu schaffen, war schon eine teure Angelegenheit. Da stecken fast 2 Jahre Entwicklungsarbeit drin. Das ist also schon ein 6-stelliger Betrag. Deshalb werden damit keine Tests gemacht, sondern nur mit dem Vorgänger. Der ist wirklich noch zu groß fürs Handy und sieht aus wie ein Stift. Inklusive Kabelsalat und schwarzer Box. Aber er besitzt bereits die Fähigkeit, unseren Lebensmittelkonsum radikal zu verändern. Wir können also Aussagen über den Geschmack machen, süße oder eher ein saurer Apfel ist. Wir können Aussagen über die Reife machen. Und wir können natürlich im Spektrum sehen, ob der Apfel eventuell morgen eine Druckstelle hat. Noch bevor das menschliche Auge es sehen kann. Dieser Apfel soll eine angeschlagene Stelle haben, die bald braun wird. Wir machen den Scan-Test. Tatsächlich sieht das Ergebnis an einer Stelle anders aus. Morgen wäre dieser Bereich dann braun, da kann es jeder sehen. Aber wenn ich den Apfel jetzt kaufen würde, würde ich mich darüber freuen, wenn der Apfel morgen auch noch schön ist. Ob das stimmt und der Apfel wirklich braun und matschig wird, überprüfen wir im Zeitraffer. Nach 3 Tagen das Ergebnis. Vor solchen Stellen soll uns der Superscanner warnen. Nicht nur bei Obst, im Prinzip geht es bei jedem Lebensmittel. Auch bei Fleisch kann Grüger die Qualität bestimmen. Die grüne Kurve zeigt, das zweite Stück ist mangelhaft. Das deutet also darauf hin, dass in diesem Fleisch deutlich mehr Wasser enthalten ist. Und wenn man das Stück Fleisch jetzt in die Pfanne legen würde, würde das Wasser da rauslaufen, würde das Fett abkühlen, die Poren werden nicht geschlossen und das Stück Fleisch wird zäh und hart. Der Superscanner kann noch viel mehr als nur in Obst und Fleisch reinschauen. Er kann auch die Qualität und Echtheit von Medikamenten und Textilien überprüfen. Außerdem analysiert er die Zusammensetzung von Flüssigkeiten und Getränken. Der neueste Clou, an dem Grüger tüftelt? Das Messen der Kalorien von ganzen Gerichten, die dann easy an Tracking-Apps übertragen werden können. Und das ist keine Zukunftsfantasie. Fast alle namhaften Handyhersteller haben bereits Interesse angemeldet. Wir haben Gespräche quasi mit allen großen Handyherstellern geführt.
Im Augenblick ist es noch eine Kostenfrage. Da muss noch Arbeit investiert werden, um preislich in eine Region zu kommen, die auch für die Handyhersteller attraktiv ist. Die Schmerzgrenze liegt bei 3 bis 4 Euro pro Scanner. Mehr ist kein Hersteller bereit zu zahlen. In spätestens 5 Jahren soll er uns beim Einkaufen vor nicht frischen Lebensmitteln warnen. Außerdem weist er uns darauf hin, kürzer haltbare Produkte zuerst zu essen, damit wir weniger Essen wegschmeißen.